Kommt zurück hier bei Dishonored. Weiß gar nicht, ob sie es nicht schon wussten, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren. Wir haben, glaube ich, als letztes mit Slackjaw geredet, der uns das Angebot gemacht hat. Journal? Ja, wir haben ein Journal. Dass er die beiden netten Herren verschwinden lässt. Dazu sollten wir den Kunsthändler finden. Ja, Kräfte. Wir haben. Das Teleportieren können wir verbessern. Wir haben 3 von 3 Runen. Tödlicher Schwarm. Schattenangriff. Alle Gegner werden beim Sterben zu Asche. Beweglichkeit erhöht die Sprung. Blutdurst baut Adrenalin auf und mögt. Ja, ich will kein Todgedöns. Ich brauchen wir 5. Au. Eine Vorwärtsbewegung über große Distanz. Und dann noch. Höchste Stufe. Bis jetzt kommen wir noch gut durch. Wir warten erstmal noch ein bisschen. Also. Als erstes haben wir hier das Buch. Auszug aus einem Brief. Plünderung in jüngster Zeit. Das Plündern begann in den Lagerhäusern. Als die Arbeiter an der Seuche erkrankten, mussten die Firmen den Betrieb einstellen. Mein Mann Markus arbeitete für die Mersonsche Tabakfabrik. Im letzten Jahr im Monat des Clans. Die im letzten Jahr des Monats des Clans ihre Tore schloss. Es war für die Feuerstellen in der Rauchhütte verantwortlich. Markus sagte immer, dass das Ofenräuchern die Blätter am süßesten machen würde. Die Tabakfabriken machten durch die Seuche den größten Verlust, weil das Rauchen so beliebt ist. Eine Weile haben sie die Fabrik mit einer kleinen Mannschaft am Laufen gehalten. Doch zu der Zeit, als mein Mann krank wurde, blieben die Feuerstellen aus und der Tabak begann zu verrotten. Irgendwie haben die Diebe Wind davon bekommen und die gesamte Fabrik ausgeräumt. Und das haben sie mit den normalen Wohnhäusern gemacht, die Hunde. Ob der da nicht ebenfalls seine Dingchen mit drin hatte? So, wir haben derzeitig Hauptdice. Mindkontrolle, ich will springen. Wenn da oben schon alles abgesucht? Hier drinnen? Sieht nicht so aus. Dosenfleisch. Ihre Flasche. Springmine, Hammer voll. Kugeln voll, gerade voll. Das Walöl haben wir noch. So. Auf gut Deutsch, wir sollen jetzt hier erstmal raus. Das Herz. Ist jetzt gut oder schlecht? So, wir schauen uns noch ein bisschen um. Vielleicht findet man ja zum Beispiel ihre Flasche. Hier im Tisch haben wir nichts. Noch eine leere Elixierflasche. Und die da oben hin.
Satz mit X, das war wohl nix. Naja, jetzt weiter. So. Aus hier. Komm her. Komm, 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 komm. Die erste Ratte, die ich gefressen habe. Aus hier. Ich drücke die falsche Taste. Zur Bottle Street gehen. Frag mich, warum die Bottle Street heißt. Du betrittst feindseliges Gebiet. Warum feindselig? Ich denke, wir sind Bros. Oder sind hier wieder die Assassinen unterwegs? Den sind wir nämlich da oben begegnet. Nummer 6. Wir haben hier Knochenartefakt, Knochenartefakt, aber keine weitere Rune. Interessant. Mal, dass wir. Was ist unmöglich? Wir sollen da rüber. Da ist das Golden Cat, da ist das. Artefakte brauchen wir gerade nicht. Hauptauftrag ist Emnys Aufenthaltsort, begib dich zum Golden Cat. Nicht tödlich, finde den Kunsthändler in der Golden Cat. Optional, begib dich zum Captain's Chair. Wir wollen zum Captain's Chair. Ah, da ist das Captain. Frage ist, kommen wir hier rüber besser hin oder über die Hauptstraße? Achtung, Bürger von Dunwall. Aufgrund krimineller Aktivitäten nahe der Soldier Square wurde die Gegend jetzt abgeriegelt. Wachtürme und zusätzliche Patrouillen sind im Einsatz. Verdächtige Personen werden als feindliche Elemente mit böswilligen Absichten behandelt. Sind die hier böse? Ja, ich glaube, das sind alles Weiner. Das heißt, wir machen uns wieder von dannen. Versuchen über die anderen Strecken hinzukommen. Wir haben hier vorne ja noch das. Keinen Respekt vor dem Gesetz. Wir haben hier vorne ja noch den Stand. Frag mich, wie man den ausschalten kann. Irgendeinen Weg. Kannst du dich mal drehen? Halli, Hallöchen. So, hopp. So, rot.
Bückelos Gesundheitselixier Geld. Kabelwerkzeug, Granate. Kugeln. Mana-Elixier. Noch dahin. Als ob der es gehört hat. Irgendwie kann man da hoch. Und ich sollte mal die Nachtsicht einsetzen. Er ist da und macht nicht. So, das wäre schon mal ausgeschaltet. Das heißt, hier können wir jetzt langsam durch, wenn der sich einmal umdreht. Jetzt wurde, haben wir, glaube ich, noch nichts. Keine Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Gut. Hier waren Weiner. Rattenspieß, Beutel nehmen. Insgesamt war das jetzt nicht so ergiebig. Naja, geht's weiter. Legst nochmal das Ding aus. Weil wir die Lichtwand umgemodelt haben, haben sie bestimmt das Ding jetzt hier hingebaut. Da hoch. Hopp. Hopp. Ach du Heilige, ist da unten viel los. Mal, dass wir unbemerkt da durchkommen. Wahrscheinlich wäre der einfachste Weg unten lang. Bei den Weinern.
war niemanden. War der? Der guckt dahin. Oh, stimmt ja, wir können ja Ratten übernehmen. Dann, mein Freund. Mal gespannt, wie lange das hält. Ranni, 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 renn, renn, renn. Wir müssen dran denken, wenn wir wenn der stirbt. Ist das nicht beeindruckend? Eine von Sokolovs neuesten Erfindungen. Die Idee dazu kam ihm angeblich in einer Vision. Sicher, aber weißt du, wie sie funktioniert? Nicht so genau, aber einem stehen alle Haare zu Berge, wenn man hindurchgeht. Pass auf, dass deine Männer nicht daran herumspielen. So, Karl Deichs. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Kein Zweifel. Mist. Das war ja nix. Das wird nichts. Naja. Wie war das? Wir wollen leise da rein. Das heißt, wir müssen doch alle ausschalten. Ugh. Nee, da unten geht's lang. Achtung, Bürger von Dunwall. Aufgrund krimineller Aktivitäten nahe der Solger Square wurde die Gegend jetzt abgeriegelt. Wachtürme und zusätzliche Patrouillen sind im Einsatz. Verdächtige Personen werden als feindliche Elemente mit böswilligen Absichten behandelt. Ab. Dort hinten gibt's einen Durchgang zur nächsten Straße. Journal, Kräfte, wir wollen ein bisschen weit uns teleportieren können. Wupp. Wo nehme ich das machen? Hat uns nicht mitgekriegt. Schön. Das heißt, die schon wieder. Meine Beute. Komm, geh auf. War da irgendwas drin? Nö. Ab. Bis. Ab. Bis. Tut mir leid, Miss. Tschüss. Up.
Kupferdraht. War auch noch. Sieht aus wie Patronen. Das Herz zeigt mir da drüben und dort. Dort unten und hinten. So, ausgeschaltet erstmal. Manipulieren wollen wir es nicht. Das sagt 24 Meter unter mir. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Die Chancen stehen gut. Gut. 19 Meter. Das liegt wirklich direkt einfach bloß hier unten. Wie komme ich da hin? Frage. Da durch geht's. Drüben liegt noch Stuff. Ist hier eine Kanalisation? Da geht's zum Golden Cat. Da drüben zum Captain's Chair. Hopp. Dann werden wir mal gucken, ob wir da nicht irgendwas finden. Scheint ja so, als wäre es hier unten. Ich aktivieren. Oder haben wir einer? Doch, haben sie. Wie war zielen? So. So, damit werden alle Weiner erstmal weg. Alle Weiner, die hier waren. Heute. Heute. Der Thaddeus Campbell müsste sich augenblicklich zur Befragung bei der Stadtwache melden. In dieser Zeit der spirituellen Krise haben die Aufseher das Fest. War hier nicht gerade das Zeichen für einen Bolzen? Ja, bestimmt. Möge der Geist.
Geist des Oberaufsehers sich verflüchtigen und eins mit dem Kosmos werden. Er hat es auf jeden Fall hinter sich. Ah, hier ist noch einer. Oder ist das... Das scheint die Gräfin zu sein. Ja, das ist die Gräfin. Herren fragen nicht mehr nach mir. Du hast dich darum gekümmert, nicht wahr? Wie nett von dir. Was treibst du denn hier? Ist das hier dein neuer Ort? Danke für das Knochenartefakt. Abfalleimer, da ist nisch. Hier unten geht's also auch lang. Okay. Das ist die Tür zur Golden Cat. Wir wollen aber noch hast nicht du ihn gesehen? Den attraktiven Mann mit den hübschen dunklen Augen. Ich will ihm nur sagen, dass ich meinen Teil übernehme. Ja, die Lumpengräfin übernimmt ihren Teil. Sagst du ihm das bitte, wenn du ihn siehst? Jep. Der Outsider. Für die meisten Leute ist der Outsider nichts weiter als ein Kindermädchen. Das letzte, das Leuten Angst und Schrecken einjagen soll. Als ich noch klein war, waren meine Mutter und ich auf der Flucht und zogen von einer Siedlung oder Hafenstadt zur nächsten. Wir zelteten wochenlang in Wäldern, die verfluchten Aufseher im Nacken. Am Abend erzählte mir meine Mutter von ihren Träumen, von dem leeren Ort, an dem der Outsider ihr etwas zuflüsterte. Jeder Besuch vergrößerte ihre Fähigkeiten, bis sie durch die Augen von Motten sehen oder ein Fenster sogar die verschlossene Tür eines verschlossenen Hauses von außen öffnen konnte. Ich werde diesen leeren Ort finden. Irgendwie wird der Schlüssel zum Nichts in meine Hände fallen. Mit der Zeit werde ich das Geheimnis ergründen. Er wird mich zu sich rufen, wie er sie gerufen hat. Nennt mich aufgrund meiner Situation einen Ketzer, werft mich in eine kalte Zelle, geißelt mich und stellt mich als Abtrünnigen vor Gericht, verbrennt meinen Körper zu Asche. Aber ich werde nicht aufhören, das Reich zu suchen, von dem meine Mutter erzählte. Das ist der Sinn meines Lebens. Toller Sinn. Zu richten, Mama. Der Ball beginnt bald. Kugeln. Hose mit Hexenfleisch. Allianz Brief. Lieber Daniel, ich habe einen Posten als Geologin bei Horizon Trading Company in Serkonos angenommen. Bald schon werden wir unsere ersten Studien direkt südlich von Karnapaka beginnen. Warte nicht zu lange mit deiner Abreise, denn ich habe glücklicherweise gehört, dass den Leuten die Ausreise aus der Stadt verboten wird. Warte in Kanacha auf mich. Deine Allison. Naja. Time to say goodbye. So. Was für ein Artefakt? 71 Meter Richtung. Oh. Da schlafen alle. Da hinter der Golden Cat. Achtung,
Bürger von Dunwall. Aufgrund krimineller Aktivitäten nahe der Solger Square wurde die Gegend jetzt... Da ist der Captain's Chair. ...und zusätzliche Patrouillen sind im Einsatz. Verdächtige Personen werden als feindliche Elemente mit böswilligen Absichten behandelt. So, dann werden wir mal gucken. Wir könnten uns direkt dahin teleportieren. Ich will halt gucken, wie das, wo das Artefakt ist, das letzte. Ab. Hä? So. Dazu muss ich hier lang. Dahin. Wo ist der Betäubungsfall? Da. Du kannst ihn nicht mehr lange verstecken. Gut, der ist weg. Teleport. Schluss mit dem Versteckspiel. Zeig dich. Wenn du dich zeigst, werde ich niederweichen. So. Ja, ich werde mich zeigen, wenn ich denke, dass es soweit ist. Währenddessen lege ich dich hier oben hin. So. Jetzt dahin gehe. Nein, wir bleiben auf dem Boulevard. Das ist doch, dass wir dadurch hier wegkommen. Ach, da drüben. Das heißt, hier muss es irgendwo noch einen Eingang geben. Moment.